Frankenberg am 5. Dezember im Winter die Wildparkbrücke sowie zwei andere Brücken wurde freigegeben. Die Wildparkbrücke geht über die Eder, ist 80 Meter lang, hat eine Fahrbahnbreite von 4 Metern, eine Geländehöhe von 1,30 Meter und eine maximale Steigung von 6%. Die Brücke ist in Holzbauweise und mit Fertigbetonteilen geschützt. Die Gesamtbauzeit 28.11.2022 bis 24.11.2023 und die Gesamtkosten rund 4,24 Millionen Euro. Hessenmobil da ist, dass die Planer da sind, die beteiligten Baufirmen da sind, die Kreisbauverwaltung da ist, das Magistratskollegen, hätte ich fast gesagt, da sind, einer ist da, aus der Stadtverordnetenversammlung auch einer. Freue mich vor allen Dingen, aber das, ja, in Hessenmobil, Sie sagen ja auch gleich noch was dazu und ich glaube, die Firma Miebach wird noch was sagen. Weiß nicht, Herr Schaffitzel ist auch da, hat mir gerade gesagt, als Rentner muss ich ran und der Sohn soll arbeiten, so war das, glaube ich. Das haben Sie zwar nicht gesagt, aber ja, und sagen Sie was dazu, das ist gut. Und alle anderen, die ich jetzt vergessen habe, das machen wir nachher dann beim Leberkästbrötchen aus. Ja, meine Damen, meine Herren, ich fange mal mit Brücken, glaube ich, an. Das ist ein insgesamtes Thema, was wir dort haben. Denn Brücken sollen verbinden und ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit, in dieser gesellschaftspolitischen Zeit, die nicht ganz einfach ist, Brücken dringend brauchen. Denn die Gesellschaft ist sich am Spalten, das finde ich nicht gut. Und deshalb ist das Thema Brücken natürlich ganz, ganz wichtig. Aber hier an dieser Stelle geht es um bauliche Brücken, die wir dort haben. Und ich hatte ja vor zig Jahren schon einmal gesagt, die Stadt Frankenberg liegt an der Eder und wir müssen auch endlich mal an die Eder. Das haben wir ja geschafft und ich kann mich noch gut daran erinnern und Entschuldigung, die schon x-mal hören, aber ich wiederhole es, weil es immer noch nicht alle kapieren. Mit dem Wasserpark, was habe ich damals für eine politische Schelte bekommen? Heute stellen sich die, die mich gescholten haben, dorthin und machen Werbebilder dort. Das finde ich ganz gut. Also wenn man im Nachhinein dieses dann erfährt, so ist es entsprechend gut. Und wenn wir dann das Thema natürlich sehen, den Eder-Uferpark, den wir dort haben, und wenn wir Richtung Kloster, Jürgen, noch hinkommen, wird ja jetzt zurzeit weitergebaut. Ich glaube, dann haben wir etwas Schönes erreicht. Aber das Parlament hat ja dann in 2020 beschlossen, Nahverkehr, Fahrradwegenetz zu bauen. Und heute Morgen, als ich unterwegs war, konnte ich im Radio FFH hören, wie man hessenweit berichtet dort. Ja, da sagte dann auch einer, war glaube ich auch im Wahlkampf dabei, es sind alles nur Pilotprojekte, die dort sind. Es war Herr Kratzert. Ja, ich sage, irgendwo mit muss man anfangen. Und ich sage aber auch, das, was wir innerhalb von 2 Jahren nun erreicht haben mit dem Fahrradwegebau, das müssen andere erstmal nachmachen. So stolz bin ich auch und sage das auch ganz, ganz deutlich. Denn ich kenne keine Kommune in Hessen, die mit dieser Kraft das so vorangebracht hat. Aber das muss Hessenmobil mal auswerten und muss uns dann sagen, was dort am Ende des Tages los ist. Ich sagte, dass wir über 4 Projekte hier reden. Einerseits ist es natürlich diese schöne Wildparkbrücke, die wieder von der Firma Schaffitzel geliefert und aufgebaut worden ist. In einer ähnlichen Art und Weise gebaut, bisschen anders, bisschen größer noch, als wir das schon bei der Wehrweide haben. Da haben wir auch schon Leberkästbrötchen zusammen gegessen. Platz hier und natürlich die Fahrradstraße Hengsburg. Da sind wir, Jörg, wieder dabei, welche Straße ist die erste Fahrradstraße, welche ist die zweite. Aber vielleicht bauen wir eine dritte, dann haben wir da zumindest klar. Ja, warum bauen wir solche Brücken? Ich muss dazu sagen, ich bin sehr begeistert davon und wenn wir etwas für den Klimaschutz tun wollen, dann geht es aus meiner Sicht nicht besser, als solche Brücken zu bauen, denn es wird dort CO2 gebunden und wir können letztendlich sie als CO2-neutral darstellen, indem wir dieses Holz dort verbauen und vom Styling brauche ich gar nicht dazu zu sagen, das ist sehr gut, außerordentlich gut und vor allen Dingen das Holz ist geschützt und wir hoffen, dass sie auch möglichst lange halten, sodass wir da auch langfristig davon was haben. Aber im Endeffekt geht es darum, Brücken zu bauen. Und hier haben wir natürlich eine Brücke, die bindet natürlich 4 München vollkommen anders an die Stadt an, als wir das bisher hatten.
Frau Paulus, wenn Sie demnächst zu Fuß dann mal zum Chef müssen, dann müssen Sie nicht mehr vorne herlaufen, wo es nicht ganz so schön ist, sondern laufen hier rüber. Dann ist es doch viel schöner, glaube ich. Was wir natürlich auch gemacht haben, das sind wir auch bei der Natur wieder, dass wir Nisthilfen für Wasseramseln eingebaut haben und dass wir bei der Brücke gemacht haben, wir greifen ja in die Natur ein, dass wir dort noch einen Hochwasserabfluss entsprechend haben, die Flutmulde, die wir auch schon voll haben und vielleicht die nächsten Tage, wenn der Schnee weiterhin abtaut, sicherlich wieder voll haben werden. Hier sind die Firmen beteiligt gewesen, einmal die Planung, natürlich Miebach mit dabei, wie schon zuvor bei der Wehrweidenbrücke. Gewässerplanung macht Wagu, habe ich auch schon gesehen, versteckt sich dort, aber er macht wirklich eine tolle Arbeit, kann ich immer wieder dazu sagen und das ist auch ganz wichtig. Ja, die Firma Laudemann hat die Gründungs- und Erdarbeiten gemacht und der Holzüberbau, Belag und Ausstattung, die Firma Schafitzel, habe ich schon entsprechend gesagt, aus Schwäbisch Hall, heute hier angereist dabei. Kommen wir zu dem Projekt Hengstfurt, zur Fahrradstraße ist sie umgebaut worden, auch aus dem Radwegekonzept dabei, sodass man auch die sichere Anbindung hier zur Wildparkbrücke hat oder Richtung Edersee natürlich weiter dabei. Und dass wir dort hier den Radfernweg 6 haben, sowie den mit 4 Sternen zertifizierten EDA-Radweg, dürfte sich auch als selbstverständlich darstellen dabei. Auch die Hengstfurt, eine Ausbaulänge von ca. 750 Meter, Fahrbahnbreite 375, 350. Und dann ist sie entsprechend schmaler geworden auf 250 bzw. 3 Meter bisher her. Und hier steht auch das bewegte Licht dabei. Wir haben das alles umgestaltet, auch für die Anlieger, die dort sind. Wir wollen auch nicht mehr wildes Parken haben, das muss ich auch sagen, sondern Vorrang soll Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr haben. Das ist uns ganz wichtig dabei. Ich bin gerade darum gebeten worden und sage gerne ein paar Worte, weil Sie sagen, Sie sind stolz. Ich glaube, Frankenberg, Sie können wirklich stolz sein, weil hier wird gezeigt, wie es geht. Hier wird das, was politischer Wille ist, beim Bund, beim Land, Nahmobilität, Fuß- und Radverkehr zu unterstützen, Klimawandel entgegenzuwirken, das wird hier gemacht. Es ist politischer Wille, es wird Fördermittel auf die Marke geben. Es ist unsere Aufgabe, Hessen Mobil, sich darum zu kümmern, dass die Fördermittel ausgegeben werden. Wir brauchen Partner, wir brauchen Kommunen, die das machen. Und da muss man sagen, dass Frankenberg hier in Nordhessen wirklich vorbildhaft ist. Das, was sie geschaffen haben mit den anderen Projekten, die in der Stadt schon zu sehen sind, sieht man sonst nirgendwo hier in unserer Region. Und ich finde es auch deshalb beispielhaft, es gibt einen Radverkehrs- oder einen Geh- und Radverkehrskonzept, was 2020 auch von Hessen Mobil gefördert worden ist, was jetzt konsequent umgesetzt wird. Weil das ist strategisch, was hier passiert. Nicht einfach so von irgendwie heraus, man einfach welche Ergebnisse sehen möchte, das ist wirklich strategisch. Da steckt was dahinter. Und wenn ich so sehe, was da auch alles dazugehört, was da auch für Arbeit dahinter steckt, das alles zusammenzukriegen, muss man sagen, da haben sie auch ein gutes Team in der Stadt, die das auch macht. Ich höre auch von meinen Kollegen, dass das die Zusammenarbeit sehr, sehr angenehm ist und war. Und dass auch weitere Projekte auch gerade in der Umsetzung sind mit der Jahnstraße. Und ja, das sind die Dinge, wo man, wenn jetzt heute das Land da wäre, noch ein Vertreter da wäre von der Politik, die auch sagen würden, jawohl, hier ist das gut investiert. Ehrengäste, ich darf im Namen des Landkreises Frankenberg herzlich gratulieren zunächst einmal zu dem Einzelprojekt. Ich finde es sehr gelungen, das ist ein schickes Design, es ist nachhaltig in der baulichen Umsetzung, eine besondere planerische Qualität möchte ich feststellen, aber es ist eingebettet in einen noch größeren Planungszusammenhang, der tatsächlich herausragende Qualität hat. Die Stadt Frankenberg hat sich ein mutiges Projekt vorgenommen, viele Dinge zusammenzuführen in der klugen Stadtentwicklung, Nahmobilität, die Entwicklung der Ederaue, ganz andere Aufenthaltsqualität darzustellen, Mikroklima zu denken in Zeiten des Klimawandels. Und das ist tatsächlich wirklich so, dass Frankenberg da auch in unserer Region eine Vorreiterrolle einnimmt. Und die Qualität ist schon sehr herausragend. Deshalb Kompliment an die Verwaltung selbst, Herr Dittmar, an Ihr Team. Das ist eine tolle Handschrift, die Sie dort dargestellt haben. Vielen Dank aber auch an die Planungsbüros, die insgesamt für dieses kluge Design des Projektes auch verantwortlich zeichnen. Der Landkreis unterstützt natürlich sehr gerne das Thema der Radmobilität. Sie haben es eben schon gehört, es gibt ein kreisweites Konzept zur Entwicklung der Nahmobilität und dort ist auch wiederum Frankenberg
zeitlich ganz weit vorne mit dabei, mit den vielen Projekten, die jetzt schon angestoßen werden. Das haben wir nicht nur planerisch unterstützt, wir unterstützen das auch sehr gerne in der Beratungsleistung gegenüber den Städten und Gemeinden, weniger Richtung der Mittelzentren gedacht. Wir haben eine Lastenpflegeverwaltung, wir sind ein flächenorientierter Landkreis mit vielen kleineren Kommunen, die ebenso ähnliche Projekte jetzt auch vor der Brust haben. Und da haben wir ein tolles Team in der Kreisverwaltung, die sehr gerne dort unterstützt. Vielen Dank, Frau Paulus. Bitte den Dank auch an die Kolleginnen weitergeben. Fördermittel haben wir auch hinzugegeben. Wir haben das Projekt allerdings auch planerisch und genehmigungstechnisch unterstützen dürfen. Ein sehr herausragendes Projekt. Wir sind hier im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Eder. Wir sind im Bereich hochsensibler naturschutzfachlicher Flächen. Das ist trotzdem gelungen, es gut im Gesamtkonzept aufzulösen. Ich darf auch da nochmal herzlich Danke sagen für die gute planerische Leistung der vielen Büros, die einen herausragenden Job gebracht haben. Sonst könnten wir heute diese Brücke nicht einweihen. Es ist ja nicht das dritte was, ja. Jetzt wäre mal ein anderes Thema anzuschneiden. Ja, auch von unserer Seite, von der bauausführenden Firma, herzlichen Glückwunsch an die Stadt Frankenberg. Es ist ja schon mehrmals auch von den Vorrednern gesprochen worden. Es ist schon was Besonderes. Carsten, ich gucke jetzt gezielt auf dich zu und deine Mitarbeiter, sowas umzusetzen. Bürgermeister hat es ja ausführlich auch beschrieben. Drei Brücken über die Eder, sind es drei? Ja. Genial. Andere jagen da hinterher und versuchen das auch hinzubekommen, aber ihr habt irgendwo den letzten Kniff bekommen. Und das Schöne, wir sind vorhin ja rübergegangen, Gabi, so eine schöne Befestigung hier drauf zu haben, auf dem Weg für eine Alltagstauglichkeit. Es scheint nicht nur immer die Sonne. Nein, wir haben auch mal Regen. Deswegen sind diese Radwege, die hierher geschaffen wurden, auch alterstauglich. So einen kleinen Blick nochmal zum Landkreis. Deswegen das Asphaltieren ist nicht das Schlechteste. Also man sollte das schon realisieren, diese Wege, wenn sie alterstauglich sein sollen. Auf die Wasser. Ich will jetzt keinen Ausschweif machen. Dankeschön an alle Mittelgeber letztendlich. Wäre jetzt auch nochmal ein kleiner Haken zu schlagen. Verdammt nochmal, warum muss das so kurzfristig abgewickelt werden? Wir haben uns einen Arsch, auf Deutsch gesagt, aufgerissen, um die Arbeit hier pünktlich hinzubekommen, nur weil es diese Fördermittel gibt. Sollen wir schneiden? Auf Kommando! 3, ne? 3, 2, 1, ja. 3, also. 3, 2, 1, los. Gut. Gut.